Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und heute spiele ich mal wieder eine Runde im ARAM-Mod und zwar als Fiddlesticks. So, ist ja schön, was er mir hier alles empfiehlt, aber ich hätte gerne. Da! Den Kelch der Harmonie. So, jetzt nochmal einen Heiltrank. Die Laufstiefel. Und dann kann's losgehen. So, ich skille zweimal den dunklen Wind und einmal Furcht einflößen. Da ich glaube, dass ich das Entziehen, also das Lebensentziehen, am Anfang noch nicht brauchen werde, hoffe ich zumindest. So, und jetzt wollen wir mal Damage austeilen. Fiddlesticks gehört nämlich mit zu meinen Lieblingshelden im ARAM-Mod. So, und First Blood. Noch bevor die Vasallen da sind. So soll es sein. Oh, ein Blitzcrank im Team. Im Gegnerteam gefällt mir eigentlich nur nicht die Katharina. Katharina finde ich persönlich. Nämlich ist einer der stärksten Helden im ARAM-Mod. Ah, da hat sie auch ihren ersten Kill. Ist nicht so gut. Oh, schon wieder Katharina. Gar nicht gut. Wenn die jetzt auch noch so gefeedet wird, kann das nachher ganz schön hart für uns werden. So, aber da haben wir den nächsten. Also auch ein wenig Feed für mich. So, und jetzt skill ich doch einmal das Entziehen. Und hab jetzt nur noch die E-Hoch-Skill. Habe ich den Silence von Soraka abgekriegt. So, schön hinten rein, dass der Damage auch nicht nur auf die Vasallen geht, sondern auch. Wow! So. Ordentlich auf die Gegner. Insgesamt eine 3-2-Führung. Sieht ja ganz gut aus noch. Ui, da bin ich aber ganz knapp nicht mehr rausgekommen. Oh Leute, lasst mir mal einen Vasallen zum Glück fallen. So bringt das natürlich wenig, wenn ich dafür gleich wieder einen abkriege. Naja. Zwei Kills, zwei Assists. Das bei vier Kills insgesamt, damit kann man leben. So, geil. Oh, da ist die Katharina auch schon wieder. Ja, Fiddlesticks Passive ist natürlich auch wunderbar. Die verringert nämlich die Magieresistenz der Gegner um 10. Und spätestens nachher, wenn man seine Ulti da reinhaut, kommt das natürlich ziemlich gut. Deswegen werde ich mir auch als erstes versuchen, Sonyas zu holen. So, ah, da im Gebüsch steht auch noch einer. Zurück. Nö, da gehe ich nicht hin. Lass mich ruhig. So, aber ich könnte jetzt auch mal Heilung gebrauchen. Zu sterben ist nicht so schön, wollte ich eigentlich noch nicht.
Blutrausch. Das war die Ulti von Lux. Hat aber zum Glück nicht getroffen. Ja gut, die Katharina wird immer mehr gefeedet. Wie viele Kills hat sie denn jetzt? 4:0. Nicht schön. So, jetzt wieder ein wenig zurück. Fisch wieder hochheilen. Damage austeilen. Mehr ist leider im Moment noch nicht drin. Und mal gucken, das kann nachher noch ziemlich spannend werden. Gerade das Duell zwischen... Oh! Ah, da unten war doch jetzt einfach mal die Ulti rein. So, hat sich doch auch gelohnt. Zwar kein Kill für mich bei rumgekommen, aber die Gegner komplett zurückgetrieben. Jawohl, Varus hat auch nochmal jemanden erwischt. Ich hoffe, die Katharina ist jetzt auch endlich mal gestorben. Ja, die war auch dabei, oder ist das ein Assist? Ich hab's jetzt gar nicht genau gesehen. Ritt. Drei. Jetzt heißt es erstmal wieder aufpassen. So, jetzt haben wir die Katharina. Terminiert. Das war schon mal extrem wichtig. So, unser Problem könnte nachher sein, dass wir keinen richtigen Tank dabei haben. Ich hoffe, der Blitz geht ein wenig auf Tank. Mit Morgana zu kommen, ist Fiddle natürlich großartig. Wenn sie nachher ihre Ulti gut setzt und ist meine hinterher. Da kann man schon mal so ein ganzes gegnerisches Team versetzen. Oh. Yeah, so leicht geht's nicht, Baby. Ein richtiger Treffer und das könnte es mit mir gewesen sein. Jetzt habe ich mittlerweile auch schon 3500 Gold. Da kann man jetzt schon langsam sterben. Das ist schon in Ordnung. Vorher möchte ich natürlich nochmal versuchen, meine Ulti ordentlich zu setzen. So, oh, ja, das könnte es gewesen sein. Das war's auch. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, jawohl, es reicht sogar schon für Sonjas. Wunderbar. Und dann werde ich gleich weiter, genau. Nein, erstmal Wille der Uralten. Dann heilt man sich nämlich durch Fiddles Ulti so extrem. Haben die Gegner eigentlich AD? Ah ja, Olaf. Na gut, nur den Olaf. Da gibt es schon mal was.
Schaden erwischt. Naja, immerhin. Dafür wäre die Ulti, glaube ich, nicht unbedingt vonnöten gewesen. Auch reingerannt. So, wenn die Vasallen endlich wieder da sind, können wir den nächsten Tor angreifen. Leute, bei sowas, selbst wenn einer drauf geht, sollte man sich nicht auf einen Teamfight einlassen. So, und das war's mit Olaf. Sehr nice. Autsch. Ja, und schon legt Katharina los, und zwar so schnell, dass ich manchmal Sonjas ziehen konnte. Nicht schön. Genau das habe ich nämlich gemeint. Katharina kann im Aram zur absoluten Maschine werden. Deswegen werde ich mir nachher auch ordentlich Magie-Resi holen. Und dann versuchen, den Olaf als erstes zu killen. Ich hoffe, der geht nicht zu sehr auf Tank. Aber, ja doch, aber bis jetzt nur Rüstung. Damit kann ich leben. Oh. Ah, da kommt der Twisted. Komm ich da noch rechtzeitig hin? Ja. Das war natürlich schön, dass er sich da hingeportet hat. Easy Kill für mich. Katharina. Ich wollte gerade sagen, ich komme einfach nie ran. Oh, da kassiere ich mehr, als ich austeilen kann hier. So, Dreifachtötung immerhin. Hat meine Ulti mal gut gesessen. Agro vom Dauer. Okay, da jetzt mein halbes Team stirbt da vorne, gehe ich erstmal zurück, die Heilung holen. Tower haben wir noch gekriegt. So, und die Katharina ist wieder da, habe ich gerade gesehen. Ist hier unten in den Busch gelaufen. Also erstmal ein wenig Vorsicht walten lassen. Und die Gegner kommen lassen. Sonjas ist auch wieder bereit. 30 Sekunden noch bis zu meiner Ulti. Dann kann der Spaß wieder losgehen.
Ja, jetzt könnte ich es aber auch mal den einen oder anderen erwischen. Oh, das war die Lux. So, und da sind nur noch zwei von uns, nee, drei von uns übrig. So, den Olaf. Was? Der überlebt das noch. Mein Gott. Na gut, warum nicht? Der war schön. Endlich mal ein super Grab vom Blitz. Aber sie trauen sich nicht wirklich. So, und jetzt sind wir auch wieder zu fünft. Ah, wer nimmt die Heilung? Wer nimmt die Heilung? So, und da gehe ich jetzt doch mal eiskalt in meine Ulti rein. Wieder ein. Ich habe leider keinen mit meiner Ulti gekriegt, aber dafür ist Sonja erstmal noch bereit. Oh oh. Autsch. Bin ich etwas zu greedy geworden? Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, und das Höllenzepter. Gibt insgesamt schon mal 50 Magie-Resi. Naja. Oh, da geht's scharf. Ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei. Schnell wieder hin. So, Raka hat ziemlich angeschlagen. Ich hab hier mal ein wenig Respekt, sage ich mal, vor Katharina. Doppeltöten von Barbus. Oh. Ja, krieg ich da erst nochmal Silence rein. Schön gemacht vom Blitz. Und hat auch wieder gereicht. Schöne Sache. So, wo bleibt unser Team? Wir wollen ja eigentlich nicht zu zweit das Spiel beenden. So. Jawohl. Das hat doch mal richtig schön geklappt. Das Ende. Also, Raka ist leider schon wieder da.
So, dann kann ich mir erstmal die Heilung holen gehen. Mehr können wir. Oh, die Liste kommt irgendwo. Ja, glaube ich. Ah, müssen wir weg, müssen wir weg. Dann gehe ich mir erstmal alles Heilung holen hier. Hat der Tristezon ja das richtig schön genutzt. Naja. Beide gleichzeitig Sonjas genutzt. So, und jetzt mal für den Kelch der Harmonie. 880. Kostet er mich noch. Ist nämlich auch zusätzlich noch Magieresi drauf. Sie warten wieder nicht auf mich. Schade. So, go, go. Na, unseren ersten Tor erledigen wir jetzt wohl. Da konnten wir nicht mehr viel verändern. Ah, sie lassen sich schön zurückdrängen. Das ging mir jetzt doch ein wenig schnell. Aber Hauptsache die Katharina mal wegnehmen. Ganz, ganz wichtig. Den Rest macht mein Team dann schon. Jawohl, schön. Vorsicht, das sind drei. Na gut, aber wir haben natürlich noch die Super-Vasallen. Dann wollte ich noch 35 Sekunden. Darauf würde ich ja gerne noch warten. Oh, Tschüss, das kommt bestimmt her. Nein. Ach, da vorne ist er. Ich dachte, er kommt wieder von hinten. Jetzt. Ja, aber nur ein. Die anderen sind leider wieder entkommen. Meine Ulti ist dadurch raus. Oh, da ist die Katharina auch noch. Habt ihr Angst? Nicht gegen die beiden. Ich glaube, das würde nach hinten losgehen. Warten wir lieber auf unser Team. Und 35 Sekunden bis zu meiner Ulti. Unserem Ende zu. Darauf sollten wir nach Möglichkeit warten. Für Morgana will nicht.
Jawoll, habe ich die Katharina nicht mehr damit erwischt? Schade, dass die Morgana da jetzt so greedy reingegangen ist. Ach, da hat mich die Katharina geholt. Oh, jetzt noch Rabadons Todeshaube. Oder wie heißt das Ding? Todeshaube? Todeshaube. Und dann bin ich schon Fullbild. Oh, ich hoffe, mein Team wartet auf mich. Team wartet. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Nach Fight Cards 2. Oh. Mein Kapitän, na, ist mein Ding. Da ist er. Wollte gerade sagen, die will gar nicht in den Fight eingreifen. Und da hat der Blitze schon rangegrabt. Ah. Wenn der mal auch noch getroffen hätte. Erwischt. Ein Ass. Na, reicht das? Nee, noch nicht ganz traurig. Bei Tower kriegen wir. Jawohl. Und ich würde mal sagen, ein schöner Sieg. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch wäre eine super Sache. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ram.